Ich möchte Ulrich Schneider. Ich bin für jeden Vorschlag offen. Ich möchte Ulrich Schneider bitten, Hauptgeschäftsführer Paritätischer. Er ist nicht nur heute Gast bei uns, sondern er war auch im Rahmen unserer Kampagne schon Akteur und hat beispielsweise im Dezember, als wir unsere Aktionswoche gestartet haben, im Dezember letzten Jahres sie gemeinsam mit uns und dem Vorsitzenden eröffnet. Und ich freue mich heute wieder, den gleichen Gast mit der gleichen Energie hoffentlich begrüßen zu können. Und wir freuen uns auf deinen Vortrag. Ja. Ich darf mich für die Einladung vor allen Dingen bedanken, weil das ein Thema ist, was ja uns auch als Paritätischer außerordentlich am Herzen liegt. Und auch nicht nur Sie suchen Bündnispartner, auch wir suchen Bündnispartner, wenn es darum geht, ja nicht nur als Reparaturbetrieb aufzutreten, der wir als Wohlfahrtsverband sind, sondern vielleicht auch ein paar Ursachen anzupacken und ein paar Dinge zu lösen. Ich darf mich freuen, ich kann nahtlos ansetzen, das ist wunderbar, an den Vortrag von Kollegen Dörre, der das ganze Feld ja aufgezeichnet hat, worum es da geht. Und kann mich deshalb wirklich auf ein paar kurze Gedanken beschränken. Die Frage, die Sie ja gestellt hatten, ist, wie kann man, ja ich sag's mal Verarmung, wie kann man Verarmung verhindern, ob im Job oder außerhalb des Jobs? Wie kann man die Menschen erreichen, die davon betroffen sind? Wie kann man Solidarität erzeugen? Um wen es geht, wissen wir eigentlich sehr gut, haben wir auch vorhin nochmal genannt bekommen. Es geht natürlich um diejenigen, ja, die einfach üble Jobs haben. Entweder weil sie befristet sind, weil man mit dem Geld nicht über die Runden kommt, ja, oder weil man sonst irgendwie den ganzen Tag geknechtet wird. Das sind die, um die es da eigentlich geht. Dann gibt es aber auch die halt, ja, die gar keinen Job haben. Und hier insbesondere Langzeitarbeitslose, 1 Million Menschen, nach wie vor. Wir wissen, um wen es geht. Es geht um Alleinerziehende, sehr stark. Das ist eigentlich die Gruppe, die am meisten gekniffen ist in dieser Gesellschaft, in jeder Hinsicht. Ich muss sich vorstellen, mittlerweile 40% aller Alleinerziehenden, es gibt keine Gruppe, wo es mehr ist, lebt unter der Armutsgrenze. 40%. Das heißt, wenn Sie Alleinerziehende sind, dann haben Sie so 50-50 etwa, ob Sie arm werden oder nicht. 38% Alleinerziehender im Hartz-IV-Bezug. Ist Wahnsinn. Das ist die Gruppe, die übrigens auch schon seit Armutsforschung stattfindet, jedes Mal Spitzenreiter ist. Und es gibt keine Gruppe, über die mehr geredet wird. Und der mehr versprochen wird im Übrigen. Und nichts passiert. Das ist ein Trauerspiel. Wir wissen, wer das ist. Alleinerziehende. Das sind Migranten, das wissen wir auch. Menschen ohne Berufsabschlüsse, auch da wird seit Jahren gepredigt und gepredigt und gepredigt. Und trotzdem, ich glaube, dieses Jahr waren es wieder 85.000, die Schulen verließen ohne Abschluss. Sogar leicht gestiegen wieder die Zahl, trotz aller Versprechen, die da getan wurden und trotz allem, dass wir eigentlich so viele Fachkräfte bräuchten, uns anstrengen müssen. Das ist die Realität. Die Gruppen, um die es da geht, kennen wir und die sind seit 10, 15 Jahren immer dieselben. Es sind ein paar jetzt neu hinzugekommen, die sollte man ins Auge fassen, wenn man über Prekariat spricht und darüber, wie lassen sich Probleme angehen, wie lassen sich die Menschen erreichen. Was wir in den letzten Jahren so stark wie heute noch nicht hatten, sind die Menschen, die Angst um ihre Wohnungen haben. Das war in Deutschland eine ganze Zeit eigentlich, wir hatten bis in den 60er, 70er, 80er Jahren, da habe ich dann noch Zivildienst gemacht, hatten wir Schlichtbauten und dann haben wir im Verlauf der 80er die auch langsam abgebaut, die Menschen hatten Mietverträge und eigentlich, wir hatten auch einen guten sozialen Wohnungsbau, muss man schon sagen. Eigentlich hat man die Sache im Griff und das ist neu aufgebrochen. Das heißt, wenn Sie nachdenken, wem geht es hier schlecht und wem müssen wir erreichen, Wohnung wird spätestens nächstes Jahr wird das brennende Problem sein. Das brennende Problem. Wir haben mittlerweile 390.000 wohnungslose Menschen, die bei Freunden leben, die in irgendwelchen Notunterkünften leben. Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Wohnungsnot, die Situation sehr gut beobachtet und wirklich weiß, wovon sie redet, geht davon aus, dass wir in 2 Jahren bereits über 500.000 Menschen haben, die davon betroffen sein werden. Und jeder dieser 500.000 Menschen hat nochmal 10 Bekannte, die auch Angst um ihre Wohnung haben. Wir haben mittlerweile in den großen, teuren Städten
sei es Berlin, sei es München, Stuttgart, haben wir Armutsvertreibungen. Das ist so. Und das macht den Menschen Angst. Eine Pflegekraft, eine Erzieherin, die hat nicht Angst um ihren Job. Warum sollte sie haben? Die wird gebraucht. Die hat nur zu wenig Geld. Aber warum die wirklich Angst hat, ist, wenn sie in solchen Städten arbeitet, ob sie überhaupt ihre Wohnung zahlen kann. Und ob sie nicht vertrieben wird. Wir haben die Situation, dass alte Menschen, die plötzlich eine alte Frau, die mit der Witwenrente auskommen muss, dass die, nachdem sie 10, 20, 30 Jahre in ihrem Kiez gewohnt hat, vertrieben wird. Die kann die Miete nicht mehr zahlen. Wird rausgerissen, aus ihrem Leben rausgerissen. Kümmern Sie sich darum. Das wird spätestens nächstes Jahr, wird das Problem werden. Und Sie werden viele, viele Menschen damit ihren Sorgen treffen. Und die anderen natürlich, spätestens seit gestern, ist ja in aller Munde vorgestern, Altersarmut. Das ist auch eine Gruppe, die bisher bei Armut überhaupt nicht im Visier war, weil den Alten statistisch ist ja auch relativ gut ging die ganzen Jahre. Es ist ja so. Ne? Die hatten alle die Rentnerinnen und Rentner, ihre Erwerbsbiografien, 40 Jahre. Und da hat man auch eine Rente gehabt, die war ja in Ordnung. Wir hatten Anfang 2000 noch ein Rentenniveau von über 50%, alles im Lack sozusagen. Viele kamen auch gerade aus dem Industriebereich, Zusatzrente, betriebliche Altersversorgung, der ganze Spaß, damit kam man gut hin. Die Zeiten sind ein für alle Mal vorbei. Wir hatten im letzten Jahr erstmal die Situation, dass unter den Rentnerinnen und Rentnern mehr Arme waren als im Rest der Bevölkerung. Zum ersten Mal. Und das ginge sogar noch. Irgendeiner ist immer über dem Durchschnitt. Aber bei der Gruppe der Rentner hat sich in den letzten 10 Jahren hat die Armut 10-mal schneller zugenommen als beim Rest der Bevölkerung. Das ist richtig hochgehüpft. Um 50% ist die Altersarmut in den letzten 10 Jahren gestiegen. Auf uns läuft eine Lawine der Altersarmut zu. Wir haben ja seit Jahren gepredigt, wurde immer schön geredet. Und jetzt zum ersten Mal, ich weiß auch nicht warum, wahrscheinlich weil Seehofer jetzt plötzlich was gesagt hat oder warum auch immer, plötzlich ist es in aller Munde und alle geben sich Mühe, hier Antworten zu bieten. Das sind sicherlich die neuen Gruppen. Und die jungen Überschuldeten, auch die sollte man ins Auge fassen. Wir haben nach wie vor in Deutschland, er ist aber leicht gewachsen. Wir haben 6 Millionen Menschen, die überschuldet sind. Keine Schulden haben, Schulden haben viele, Schulden haben fast alle. Ne, überschuldet. Überschuldet sind diejenigen, von denen man sagt, die haben überhaupt keine Chance mehr. Es ist nicht zu sehen, wann die jemals noch Tilgen und Zinsen bedienen wollen. Das sind die Überschuldeten. Was heißt das? Weggepfändet bis zur Pfändungsfreigrenze und da bleibt dann wirklich nicht mehr viel. Und dann lohnt sich auch nichts mehr. Warum soll so jemand noch arbeiten? Also sagen wir mal, warum arbeiten schon, aber warum sollte er sagen, dass er arbeitet? Ist doch Unsinn, wenn ich sowieso alles weggepfändet kriege. Und dass ich über 10, 20 Jahre überhaupt keine Perspektive habe. Das sind wirklich so richtig arme Schweine, weil da keinerlei Perspektive ist. Und wir haben im Moment eine sehr deutliche Zunahme bei alten Menschen, die ist aber rein demografisch bedingt, die waren vorher auch schon verschuldet, die sind jetzt nur alt geworden. Aber wir haben bei den jungen Menschen das viele im Moment, sehr viele, man muss überlegen, die sind 18, 19, 20 und völlig perspektivlos bereits, weil die überschuldet sind. Das würde ich, wenn man jetzt über Armut, Prekariat spricht, was sind die Probleme, würde ich stark ins Auge fassen. Denn das sind Menschen, denen sieht man das auch nicht an. Und das sind Menschen, die kommen auch ganz schwer in die Schuldnerberatungsstellen. Das sind Menschen, die ihre eigene Überschuldung auch gar nicht sehen wollen. Das sind die Haushalte, wo sie reinkommen, das Erste, wenn was zu sehen haben, wenn es wirklich gekracht hat, so ein Stapel ungeöffnete Briefe, alles Rechnungen. Die nehmen nichts mehr wahr. Geht auch gar nicht mehr, weil den Mist hält man nicht mehr aus als Mensch. Wenn man dann noch Kinder hat und immer Damoklesschwert, dann kommt schon wieder so ein grauer Brief. Boah, ne, den macht man nicht mehr auf. Und das sind Millionen von Menschen, 6 Millionen. Übrigens 6 Millionen Wähler, die sind alle erwachsen. Ja, das muss man auch mal sehen. Das sind riesige Gruppen, die Hilfe brauchen. Die würde ich ins Auge fassen. Und da ist auch eine Menge zu tun. Könnte man im Detail mal drüber reden, gerade bei überschuldeten Menschen. Mich ärgert das zum Beispiel ungeheuer,
Wenn ich diese Reklame sehe, schon auch von Stadtsparkassen, die immer so edel tun, ne? So, da kann ich brauche mir nur Geld leihen, dann kann ich mir was kaufen, was Schönes. Dann haben die immer so Reklame gemacht von so einem Familienvater, der sich da eine Gitarre kauft und sowas alles. Und kommen Sie her, Sie kriegen das Geld. Also für Konsumentenkredite Werbung halte ich für eine Schweinerei. Das geht nicht. Dann kann ich auch für Drogenwerbung zulassen. Ja, ist so. Naja, aber wir haben da einiges anzupacken, gerade bei Konsumentenkrediten. Das geht auch mit diesen ganzen tückischen Ratengeschäften, keine Zinsen, das gibt es gar nicht, dass man keine Zinsen zahlt. Die zahlen immer Zinsen, das nennt sich nur anders, das nennt sich Gebühr, wie auch immer. Aber da gibt es gerade im Verbraucherschutz, so aufzuräumen, ist ungeheuer. Bis hin natürlich dann am anderen Ende der Fahne, wo die Leute schon wirklich im Mist stecken. Hier der ganze Privatkonkurs, Privatinsolvenz. Das ist, ja, bei Privatinsolvenz wird es ganz heftig, da müssen Sie sich mal dringend drum kümmern. Es ist ja so, damit überhaupt ein Privatinsolvenz zustande kommt, muss in diesem Falle der Gläubiger ja zustimmen. Ich kann ja nicht sagen, es ist ja nicht wie jetzt bei einer Firmeninsolvenz, wo ich sage, mal Freunde, guckt euch an, ich habe kein Geld mehr, ich bin pleite und alles ist erledigt. Sondern dann kommt der Gläubiger aller Regel und sagt, nee, du bist nicht pleite, komm, wir machen Geschäft. Und der kann einen über Jahre und Jahrzehnte in der Abhängigkeit halten, weil der mir immer wieder entgegenkommt. Und das ist übrigens auch der Grund, warum wir so hohe Überschuldungszahlen haben und so wenig Privatinsolvenzen. Weil der Gläubiger wird alles verlieren. Und das ist genau der Grund, warum wir anders im Privatbereich als im Geschäftsbereich, warum wir hier ein ganz anderes Recht haben. Es ist eigentlich nur der gleiche Name. Muss man mal so sehen. Und also Sie hätten da ein Riesenfeld. Wie gesagt, die klassischen Gruppen sind ohnehin da und dazu, gucken sich die Alten an, gucken sich die Überschuldeten an, gucken sich die Menschen an, die Angst haben, vertrieben zu werden, ihre Wohnung zu verlieren. Was ist zu tun politisch? Und dazu will ich jetzt gar nichts sagen, aber das brauche ich hier nicht. Ich habe mir aus anderem Anlass, hat jetzt hier mit der Veranstaltung gar nichts zu tun, aber ich habe mir mal ihre ganzen Programme angeguckt. Da steht alles drin. Ja, wirklich, also nee, ich habe wirklich alles gelesen. Aber es gibt im Moment, und deswegen brauchen wir lesen Sie es einfach mal durch, es gibt im Moment keine Partei, die, was den Bereich anbelangt, wo ich mich gut auskenne, Arbeitsmarktpolitik, Sozialpolitik, Bildung und Jugend, es gibt keine Partei, die besser aufgestellt ist als die Linke. Das ist so. Es ist nicht immer leicht zu verstehen, was da steht, aber wenn man Abi hat und ein paar Semester Volkswirtschaft studiert hat, dann kommt man da schon hinter und das ist schon klasse. Ja. Ist nur in der Form schwer an Mann und Frau zu bringen. Also auch gerade an Menschen vielleicht mit nicht hinreichenden Bildungsabschlüssen. Also da müssen Sie dran arbeiten. Aber programmatisch steht die Linke wie eine Eins, das ist so. Und bei der momentanen Situation ist keine Partei besser aufgestellt. Bei Ihnen kann es eigentlich nur noch darum gehen, wie können wir jetzt das auch tatsächlich in Wählerstimmen umsetzen, was Sie da haben. Das ist Ihre einzige Frage. Ansonsten wirklich, der Rest ist wunderbar. Also, gucken Sie die Rentenproblematik an. Was eiert gerade die CSU rum? Was eiert die CSU rum, was sie überhaupt fordern soll? Bei der CDU geht es kreuz und quer durcheinander. Die einen kommen mit der Deutschlandrente um die Ecke, die anderen wollen noch stärker privatisieren. Die SPD, die nimmt das Wort Riester gar nicht mehr im Mund und deswegen weiß sie überhaupt nicht mehr, was sie fordern soll. Die sind im Moment die einzige Partei, die da ein klares Konzept hat. Die dann ein völlig klares Konzept hat, wie es gehen könnte. Das geht ja unter die Öl. Ja. Ja, Sie müssen dafür sorgen, dass mehr Menschen das lesen. Aber jetzt kommen wir zum Punkt. Jetzt kommen wir zum Punkt. Wie erreiche ich, wenn ich schon gut aufgestellt bin, wenn die Problemlagen relativ klar sind, wie erreiche ich die Menschen? Das sind, glaube ich, oder ja, wie kann ich die erreiche ich immer, aber wie kann ich sie so erreichen, dass ich sie nicht verprelle, sondern tatsächlich zu Wählern mache? Ist eigentlich nicht mein Job. Ich will Ihnen auch gar keine Ratschläge geben. Mein Job ist eigentlich, einen Wohlfahrtsverband erfolgreich zu machen und keine Partei. Aber in dem Falle haben wir streckenweise ein gemeinsames Interesse. Das sind, glaube ich, zwei
zwei Begriffe, die zentral sind. Aufklären und kümmern. Aufklären und kümmern, immer beides. Eins allein funktioniert nicht. Was heißt aufklären? Wir haben das vorhin in Teilen gehört. Die Kernlügen des Neoliberalismus werden in allen Schichten der Gesellschaft geglaubt. In allen. Und ganz im Gegenteil, je schlechter es den Leuten geht, ist ja irre, das eigene Elend macht ja nicht schlau. Das ist ja das Verrückte. Das eigene Elend sorgt ja nicht dafür, dass Menschen durchschauen, was mit ihnen passiert. Sie haben ja Menschen, die unterbezahlt Jahrzehnte zur Arbeit rennen und total stolz drauf sind. Ich war nie krank. Ja, gibt's alles. Da denkt man sich, kann nicht wahr sein. Ist so. Das sind die Menschen. Sie müssen, damit geht auf, das heißt Aufklärung. Die Kernlügen des Neoliberalismus müssen als solche auch deutlich identifiziert werden. Da braucht man keine Lehrbücher. Man muss sie rausarbeiten und genau diese angehen. Was sind die Kernlügen? Die Kernlüge ist das eine sicherlich, auskömmliche Löhne kosten Arbeitsplätze. Das ist die Kernlüge schlechthin. Wir haben das, packen Sie es an, hauen Sie dagegen. Sie haben noch nie bessere Chancen gehabt. Sinn und Konsorten haben erklärt, mit Einführung des Mindestlöhne würde hier keiner mehr einen Friseur oder ein Taxi finden in Deutschland. Die sind noch nie so gut widerlegt worden. Ja, ist so. Und packen Sie es an. Seit Einführung des Mindestlohns 8,50, seit er in Kraft ist, sind, glaube ich, 800.000 neue Arbeitsplätze entstanden. Das werden Sie wahrscheinlich besser wissen. 800.000 neue Arbeitsplätze, sozialversicherungspflichtig. Das war, ob es eine Wirkung des Mindestlohns ist, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist auch klar, der Mindestlohn hat es nicht verhindert. Sie haben die Möglichkeit, solche Lügen relativ einfach zu entlarven. Zweite Kernlüge. Wir hätten in Deutschland ein demografisches Problem und können deshalb keine gesetzliche Rente mehr auszahlen bald. Halten Sie dagegen. Halten Sie dagegen. Es ist Unfug. Diese Verschiebung zwischen Alt und Jung, die für die nächsten 20, 30, 40 Jahre prognostiziert wird, ist ein Witz. Im Vergleich zu der Verschiebung zwischen Alt und Jung, wenn man sich mal die letzten 100 Jahre anschaut, da haben wir ganz andere demografische Bewegungen hinter uns. Ganz andere. Und dennoch, irgendwie konnten wir nach dem Zweiten Weltkrieg hier ein Rentensystem wieder aufbauen und auszahlen. Warum? Sie wissen es ja, steht in den eigenen Parteipapieren, weil die Produktivität natürlich mitgewachsen ist. Warum? Weil wir stinkreich geworden sind aufgrund dieser Produktivität als Nation. Und weil wir das Geld haben. Wir haben kein demografisches Problem, machen Sie es deutlich. Wir haben ein reines Verteilungsproblem. Reines Verteilungsproblem. Es gibt kein Problem zwischen Alt und Jung. Welches Problem sollte der junge, künftige Erbe mit seinem reichen Vater haben? Ja, es ist Unsinn. Es ist Genauso wenig gibt es ein Generationenproblem zwischen dem Jungen und dem Alten Armen. Das ist Unsinn. Wir haben kein demografisches Problem. Rechnen Sie es denen vor. Wir haben ein reines Verteilungsproblem. Sie sind ja auch dabei, Sie machen es ja. Bleiben Sie dran. Die dritte Kernlüge. Wir haben in Deutschland kein Geld für Sozialtransfers und vor allem nicht für soziale Infrastruktur. Im Bündnis Umverteilung haben Sie die ganze Zeit ja schon mitgemacht. Machen Sie es weiter. Es ist die Kernlüge schlechthin. Heute kam der neue Bundesbankbericht raus. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat. Und wieder ist das Geldvermögen auf den Privatkonten gestiegen. Wir sind jetzt bei 531. Wahnsinn, Wahnsinn. Machen Sie es deutlich, wir haben das Geld. Es ist eine Frage der Umverteilung. Und machen Sie deutlich, es ist Unsinn zu behaupten, dass Mindestlöhne, dass eine andere Steuerpolitik dafür sorgen würde, dass die Konjunktur zusammenbrechen würde. Ist Quatsch. Wie sind wir denn durch die letzte Wirtschaftskrise gekommen, 2009, 2010? Mit klassischem Keynesianismus. 50 Milliarden wurden plötzlich locker gemacht über Schulden, damit wir da rauskommen. Dass damit Unsinn finanziert worden ist zum Teil, wie diese komische dieses Schrottgeld da, wenn man sein Auto da verschrotten ließ, dieses Ding. Aber es sind auch vernünftige Dinge finanziert worden. Wir haben in Schulen investiert, wir haben in Kindergärten investiert, waren hochvernünftige Dinge. Es war klassischer Keynesianismus. Und nicht der Abbau sozialer Rechte hat aus der Krise geführt, sondern zusätzliche Sozialleistungen, Kurzarbeit, die unheimlich hochgezogen wurde. Ohne die hätte es hier einen Wahnsinn gegeben auf dem Arbeitsmarkt.
Es war klassischer Keynesianismus, war Ausbau Sozialstaat, der uns durch die Krise geführt hat. Kaum sind wir draußen, kommen die neoliberalen Lügen, bleiben Sie dran. Es sind die drei Kernlügen des Neoliberalismus. Demografische Entwicklung, die uns handlungsunfähig machen würde, Lohne, die Arbeitsplätze kosten würden und dass wir keine steuerpolitischen Alternativen hätten. Das sind die Kernlügen. Da muss aufgeklärt werden. Und andere Chance haben Sie gar nicht. Aber Sie können es, Sie können es schaffen. Nur die Frage ist, wann bin ich überhaupt glaubhaft? Also wenn ich jetzt hingehe und halte jetzt jemandem einen Vortrag über Steuerpolitik, dann wird er mich wahrscheinlich angucken und denken, vielleicht geht der auch bald wieder. Mehr erreiche ich ja nicht. Ich muss also irgendwie, ich kann noch so schön argumentieren. Ich muss mir schon überlegen, wie überzeuge ich? Wie kann ich wirklich überzeugen? Und ich glaube, da geht es weniger um das Argument und dass ich das auch, sagen wir mal, nachvollziehbar vortragen kann. Und so, dass der andere mich versteht, es geht vor allen Dingen um meine Glaubwürdigkeit. Und wann bin ich glaubwürdig? Das sind zwei Dinge, die wichtig sind. Der andere muss das Gefühl haben, ich verstehe ihn überhaupt. Ich weiß wirklich, was mit seinem Alltag los ist. Und da sind Sie, glaube ich, auch ganz gut aufgestellt. Ich war jetzt im Ruhrgebiet zweimal bei Veranstaltungen von Ihnen, da hatte ich schon den Eindruck, die Leute wissen, wovon sie reden. Und ich glaube, das muss man auch ausspielen. Was ist das denn, was prekäre Menschen treibt? Es ist, so nehme ich es wahr, aus unseren Beratungsstellen, seien Schuldnerberatungsstellen, seien es Bahnstein für Arbeitslose oder für behinderte Menschen oder Eltern mit behinderten Kindern, Leute, die in prekären Verhältnissen, sagen wir in armen Verhältnissen, in belasteten Verhältnissen leben, haben vor allen Dingen Angst. Das ist, glaube ich, die Hauptemotion, mit der man zu tun hat. Angst vor allem Möglichen. Ich habe es vorhin schon gesagt, jemand, der Schulden hat, der hat Angst vor jedem Brief. Jemand, der ob er arbeitslos ist oder ob er Arbeit hat und kein Geld hat, der hat Angst vor jeder Rechnung. Stromrechnung macht den Menschen Angst. Kümmern Sie sich drum. Sagen Sie was dazu. Erklären Sie, was Sie vorhaben. Nicht, wie Sie die ökologische Wende sozial gestalten. Das können wir hier so diskutieren. Erklären Sie dem Einzelnen, was zu machen hat, der seine Stromrechnung zahlen kann. Ganz konkret. Die haben Angst, krank zu werden. Warum? Weil das kostet. Wer heute eine Hautkrankheit hat, der kriegt die teuren Salben nicht mehr bezahlt. Der muss sehen, wie er klarkommt. Und wer heute eine Brille braucht, hat auch Pech. Ne? Da muss er gucken, wie er sein Gestell bezahlt kriegt. Irgendwann sind wir auch wieder so weit, da können wir die Leute an der Qualität ihres Zahnersatzes erkennen. Das ist einfach so. Es macht alles Angst. Die haben richtig Angst, Leute, die krank werden. Weil Krankheit, mein Gott, wenn jemand gut versichert ist und wenn er auch noch ein bisschen mal auf dem Konto hat, mein Gott, der holt sich teure Implantate, die kommen da rein schön und alles und das ist alles kein Problem, ist auch wunderbar und dann werden die loben unser Gesundheitssystem und alles auf dem besten Stand und das war wieder wunderbar. Das sieht bei jemandem, der, genau. Du kannst jetzt sogar einen Wunsch lassen, damit passiert schon mal rein. Ja, sicher. Also selbst wenn es ein scheiß Job ist, jemand fragt, hat sie auch schon bekommen. Wird man krank, hat man Angst. Man hat Angst. Wenn es nur die Arschkarte wäre, dann ich sagen könnte, okay, aber es ist existenzielle Angst zum Teil bei Stromerhöhungen, es geht um Gesundheit, es geht auch um die Angst, die wir häufig wahrnehmen, wenn wir mit Menschen sprechen. Was unheimlich Angst macht, ist die Sorge um die Kinder. Wenn wir überlegen, wir haben neulich, vielleicht haben Sie auch gesehen, Bertelsmann-Studie, 16% aller Eltern zahlen richtig ordentlich für Nachhilfeunterricht. In der Oberstufe an den Gymnasien sind es weit über 30%. 800 Millionen im Jahr werden, so was die erhoben haben, da ausgegeben. Bei Hartz-IV-Beziehern sind es 4%, die das überhaupt bewilligt kriegen. Und für Eltern ist das richtig hart.
wenn die sich sorgen müssen, das macht ihnen Angst, ich kann meinen Kindern nicht helfen. Und die können ihnen ja auch häufig nicht helfen. Das habe ich ja schon mitgekriegt, als meine Kinder jetzt aufs Gymnasium kamen. Ich hatte keinen Check. Ich bin aufgewachsen zu Zeiten, war eine glückliche Jugend, wir hatten keine Lehrer, Lehrermangel und Kurzschuljahre und das ganze Programm hat also wirklich viel Freizeit. Aber mit dem Ergebnis, ich kann jetzt schon nicht mehr helfen, meine Kinder mit Physik und Chemie kommen, hatte ich nie. Ne? Mir fehlt nichts, aber trotzdem. Stellen Sie sich mal vor, ne? Ihr Kind wird eingeschult, Sie kennen das vielleicht, Ihr Kind wird eingeschult, kommt nach Hause und an der Grundschule ist es so, es wird ja nicht die Leistungsfähigkeit des Kindes getestet, es wird die Leistungsfähigkeit der Familie getestet. Sind Eltern in der Lage, ihr Kind hier über die ersten 4 Schuljahre zu bringen? Das ist der Wettbewerb. Ja, man muss ja erstmal rauskriegen, hat das Kind überhaupt Hausaufgaben auf? Verrät es ja in der Regel nicht. Aber wenn man es rausgekriegt hat, dann muss man richtig hinterher sein. Und wenn man das jetzt nicht kann, stell dir mal vor, Sie sprechen überhaupt nicht die deutsche Sprache richtig. Dann sind Sie gekniffen. Dann hat Ihr Kind, also zumindest auf der Schule, wo meine Kinder hier in Berlin waren, Kinder mit fremdsprachigen Eltern hätten keine Chance gehabt. Null. Ist so. Und das geht ja nicht nur um Sprache, es geht, wenn das Kind auf höherer Schule ist, dann geht das doch weiter. Ich kann nicht mehr helfen. Ich muss Hilfe kaufen, Geld habe ich nicht. Das macht Angst. Und dann ist, aber da kommen wir gleich noch zu, was dann helfen kann. Nee, aber wirklich, es geht um Ängste. Es geht um Angst vor dem Alter. Das ist die Angst, die auch jetzt gerade durch die Medien, viele unterdrücken die Angst, tun das weg, die schieben das weg. Fast alle wissen ja in solchen Beschäftigungsverhältnissen, die haben im Alter gar keine Chance. Wenn die selbstständig sind und einen Kiosk betreiben oder eine Pommesbude oder irgendwas, die werden arbeiten müssen, bis sie umfallen. Und das Gleiche gilt vielleicht für den Vertreter, der Fensterrahmen verkauft oder was weiß ich. Nur wird weggedrückt. Würde ich mich auch nicht gerne mit auseinandersetzen. Aber das werden die jetzt, weil das Thema ist aufgerufen. Es wird in Deutschland in den nächsten Monaten eine tierische Angst vor dem Alter greifen. Können wir schon mal darauf einstellen. Jeder Verkäufer und Verkäuferin im Einzelhandel ist von späterer Alter. Hat gar keine Chance. Ja. Und wir haben auch ein Demografieproblem. Lerning beispielsweise handelt auch Demografieverhältnis. Wir brauchen eine Altersversicherung. Wir müssen auch mal die Rente in Frage stellen und über Alternativen ja. Geben. Und wir haben nicht noch ein zusätzliches Problem. Es werden immer weniger Menschen ja. Aber eine letzte Angst noch, eine allerletzte Angst, wo ich Sie hier sehe, ja, nee, das ist wichtig. Denn damit müssen Sie arbeiten. Damit müssen wir auch arbeiten als Wohlfahrtsverband. Das ist wichtig zu wissen, die Angst vor den Jobcentern. Ich finde das immer irre, wenn so diskutiert wird, die verschusselten Termine kommen morgens aus dem Bett und dann kriegen Sie Ihre Sperrzeiten, Ihre Sanktionen. Keiner kommt auf die Idee, dass auch häufig Angst ist. Wenn ich meinen Zahnarzttermin nicht wahrnehme, ich habe echt Angst vor dem, dann hängt das nicht daran, dass ich den Termin verschusselt habe. Einfach Schiss. Und dann sagt man, kannst du morgen hin. Viele haben Angst. Angst vor Jobcentern, dieses Gefühl, ausgeliefert zu sein. Dieses Gefühl, ich weiß nicht, was der mit mir machen wird, der da sitzt. Dieses Gefühl, überfordert zu sein. In einer Situation sich zu begeben, wo ich mich als Mensch erstmal völlig orientierungslos fühle, weil die Regeln andere machen und ich keinen Zugang zu den Regeln habe, sondern immer nur Schritt für Schritt folgen kann, was ich überhaupt zu tun habe. Das macht Angst. Das sind die Ängste, mit denen ich es zu tun habe. Strom, prekäre Beschäftigung, also befristet, Einkommen, Gesundheit, Bildung. Das sind nicht irgendwelche abstrakten Themen, das sind Themen für die Menschen, die ganz konkret haben und Wohnung. Wenn Sie also, wenn ich glaubwürdig sein will, dann muss ich den Leuten auch verständlich machen, dass ich sie in Ängsten begreife. Dass ich sie nicht nur benutzen will, um die Revolution durchzuführen. Kommt mit auf die Straße, weil wir haben eine super Idee, wir ändern die Gesellschaft, das interessiert die meist gar nicht. Sondern die wollen überzeugt werden, auf die Straße zu gehen, damit sich für sie ganz konkret was ändert. Und das glauben die mir nur, wenn ich denen klar machen kann, ich habe euch auch ganz konkret verstanden, was hier los ist. Und das ist, glaube ich, eine Chance. Wenn ich, wie gesagt, nicht einen Wohlfahrtsverband machen müsste, sondern wenn ich eine Partei wäre, würde ich echt drüber nachdenken. Die Besuche in sozialen Brennpunkten sind okay vor Wahlen. Regelmäßig hingehen, hat Bernd Rixinger schon gesagt, wäre wahrscheinlich noch besser.
steigert die Glaubwürdigkeit noch mehr. Sowas wie ehrenamtlich dreimal die Woche eine Hausaufgabenhilfe anzubieten, dann haben sie gewonnen. Dann haben sie gewonnen. Eine Bürgersprechstunde zu machen, ja, die sehen, ich rede nicht nur, ich mache was. Das ist entscheidend. Eine Bürgersprechstunde machen ist wichtig. Aber zum Beispiel zu sagen, ich komme einmal eine Woche ehrenamtlich vorbei und gucke mir eure Hartz-IV-Bescheide an. Dann habe ich gewonnen. Ich helfe euch, einen Widerspruch zu machen. Ich mache eine Sozialberatung. Schuldnerberatung, 6 Millionen überschuldete Menschen. Schuldnerberatung ist nicht schwierig. Das ist nicht so. Das kann man alles lernen. Ist auch kein Hauptzeitjob. Das ist nicht viel, was man da eigentlich so sich draufpacken muss. Aber wenn man sowas anbietet den Menschen und sagt, wir wollen mit euch nicht nur über Politik reden, auch. Und ganz wichtig, wie Rahmenbedingungen wir gemeinsam mit einer Mehrheit in dieser Gesellschaft ändern können, damit dieser Irrsinn ändert, damit endlich gerecht hier zugeht. Aber nicht nur, damit es gerecht zugeht, sondern mit dir ganz konkret besser geht und deinen Kindern. Und wenn ich das untermaue mit echtem Kümmern, wenn ich mich wirklich kümmere, dann glaube ich, habe ich die Glaubwürdigkeit, die ich brauche, um Menschen zu ziehen. Und das ist ja wie mit der Wohnungsnot und anderen. Einer kennt immer 10 anderen, denen er davon erzählt und sagt, die machen was. Die reden nicht nur, die machen was. Und über solche Dinge lässt sich nachdenken. Ich komme da drauf, weil das mein Kerngeschäft ist. Aber wenn ich da oder wenn der eine oder andere da interessiert ist, wie man sowas anpacken kann, stehe ich gerne mit einem guten Rat zur Verfügung. Aber ich glaube wirklich, dieses Kümmern, das ist ungeheuer wichtig. Und Kümmern heißt Menschen verstehen und heißt eine Hilfe anbieten. Soweit wie man kann, alles in Grenzen. Sie sind ja kein Wohlfahrtsverband. Und noch ein Hinweis zu dem ganzen AfD-Zeugs. Weil das ja im Moment wichtig ist, wie man damit umgeht. Für uns auch als Paritätischer, weil AfD, und wir haben es noch nie geäußert zu Parteien. AfD war die erste Partei, wo wir nach den Landtagswahlen uns offiziell und öffentlich geäußert haben, dass wir mit denen nichts zu tun haben wollen. Weil diese AfD nun mal gegen alles steht, wofür der Paritätische steht. Toleranz, Offenheit, Solidarität. Aber, und das sage ich auch, ein Rassist ist auch ein Mensch. Und ein armer Rassist ist ein armer Mensch. Wir müssen ganz klar, so wie Bernd Rixinger sagte, müssen wir uns alle wenden gegen Rassismus, aber nie gegen Menschen. Ich muss jedem deutlich machen, deinen Rassismus finde ich zum Kotzen und den werde ich nie akzeptieren, aber ich helfe dir trotzdem. Ich setze mich auch für dich ein, auch wenn du ein armes Schwein bist, auch wenn du keine Rente kriegst, auch wenn du arbeitslos bist, ich setze mich auch für dich ein. Nur dein Rassismus, den kannst du zu Hause lassen. Ich glaube, da muss man wirklich unterscheiden. Man darf nie Menschen verurteilen. Man muss deren Haltung im Zweifelsfalle verurteilen und mit aller Kraft und mit aller Schärfe. Auch für mich sind, ich sage es ganz offen, ich würde ihn auch nicht als Pack bezeichnen oder sowas. Das sind auch noch Menschen. Die sind halt nur schräg. Und die sind auch gefährlich. Man muss aufpassen. Aber ein armer Rassist bleibt ein armer Mensch. Und nur wenn Sie Ihr Angebot machen, Ihr soziales Angebot als Linkspartei, und Sie stehen, ich wiederhole es nochmal, verdammt gut da programmatisch. Und wenn Sie es so machen, dass die Menschen Ihnen glauben, dann werden sie auch wahrscheinlich den einen oder anderen Rassisten bekehren. Da bin ich von überzeugt. Vielen Dank.